Am Dienstagnachmittag verlor ein 78-Jähriger auf der A8 bei Wendlingen die Kontrolle über seinen Mercedes. Kurz nach 15 Uhr war er mit seinem Mercedes SL auf der linken Spur der A8 in Richtung München unterwegs. Dabei kam er zunächst zu weit nach links gegen den Bordstein. Anschließend verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet ins Schleudern und krachte in die rechte Leitplanke. Dabei wurde der 78-Jährige schwer verletzt. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten und brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Fahrzeug auf 20.000 Euro.